Es ist Freitag, 18 Uhr und damit herzlich willkommen zur aktuellen 35. Ausgabe der Apple News. Falls ihr keine Ausgabe verpassen wollt und diesen Kanal noch nicht abonniert habt und vielleicht zufällig auf dieses Video gestoßen seid, lasst jetzt gerne ein Abo da, dann erscheint jeden Freitag um 18 Uhr in eurer Abo-Box eine frische Folge. Und auch diese Woche natürlich, wir sind im September über das Apple-Event, welches offiziell angekündigt wurde. Da möchte ich allerdings gar nicht so viel drüber sprechen, das habt ihr mit Sicherheit mitbekommen. Und wer die Gerüchteküche verfolgt hat, wusste auch, dass die Ankündigung ansteht. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über das sprechen, was da voraussichtlich kommt. Wie die neuen iPhones, auch die neue Apple Watch Series 9. Und dann werfen wir auch einen kleinen Blick auf 2024, denn es gibt da wieder neue Details zum neuen iPad Pro, was ich persönlich sehr spannend finde. Und am Ende schließe ich die Ausgabe wie immer mit einem kleinen One More Thing ab. Also, vollgepackte Ausgabe. Man merkt, es geht auf das Apple-Event zu und deswegen quatsche ich gar nicht lange drum herum. Wir steigen direkt ein. Und falls ihr die Technikwelt nicht jeden Tag intensiv verfolgt und es wirklich noch nicht mitbekommen habt, Apple wird am 12. September offiziell neue Produkte vorstellen. Man hat zu einem Event mit dem Motto Wanderlust oder auf Deutsch vorfreudig eingeladen. Bedeutet, die Vorbestellungen der neuen Produkte werden dann am 15. September wahrscheinlich starten und Marktstart ist dann wie erwartet am 22. September. Was werden wir sehen? iPhone 15 Reihe, iPhone 15 Pro, normales iPhone 15, Apple Watch Series 9, Ultra 2 und ganz frisch diese Woche auch reingekommen, wahrscheinlich neue AirPods, also beziehungsweise ein neues Case mit USB-C für die beiden AirPods. Man kann in solche Einladungen immer wieder hineininterpretieren, was man möchte. Ich glaube, die neuen Farben sollen so ein bisschen andeuten, was uns da bei Titan in diesem Jahr erwartet. Also dieser Farbverlauf, diese kleinen Farben sind ja so ziemlich das, was in der Gerüchteküche bei den neuen iPhones als Farben im Raum steht, zumindest bei den Pro-Modellen und vielleicht hat Apple das auch schon hier angeteasert. Manchmal kann man aber auch ein bisschen viel in Logos reininterpretieren von Einladungen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein schönes Logo, was Apple entworfen hat. Es hat ihnen gut gefallen. Also ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren, aber das Event ist offiziell und man merkt auch, dass es auf das Event zugeht, denn es gibt auch einige spannende Gerüchte. Wir haben zum Beispiel letzte Woche über die Farben für das iPhone 15 Pro gesprochen, aber auch die Farben für das iPhone 15 machen mittlerweile die Runde. Und ich werde euch jetzt hier ein Bild einblenden, welches Dummy-Einheiten aus China zeigen soll. Man sieht, es wird ein bisschen heller, es wird ein bisschen pastellig. Knallige Farben sind da voraussichtlich nicht dabei, was nicht bedeutet, dass Apple auch im nächsten Jahr eine knalligere Farbe wie in diesem Jahr mit Gelb nachreichen könnte. Und ja, das ist wahrscheinlich so das Farb-Line-Up, welches wir in diesem Jahr beim iPhone 15 sehen werden. Es gibt auch Dummy-Einheiten, die das iPhone 15 Pro zeigen sollen. Wie gesagt, die finalen Farben können ein bisschen davon abweichen oder vielleicht auch ein bisschen stärker. Ich würde mich nicht zu sehr drauf verlassen, aber es ist vielleicht schon mal so ein erster guter Eindruck von dem, was euch da bei den Farben bei den neuen iPhones in diesem Jahr erwarten wird. Und ja, dazu kann man unterschiedlicher Meinung sein. Die einen haben es ein bisschen als langweilig bezeichnet, habe ich gesehen. Es ist natürlich sehr subjektiv, denn über Farben, über Geschmack kann man am Ende des Tages nicht wirklich diskutieren. Da muss jeder selbst wissen, was ihm gefällt. Ich finde ehrlich gesagt, die Pro-Modelle sehen wirklich gut aus. Ich war auch nie ein großer Fan von Gold oder anderen auffälligen Farben. Dementsprechend gefällt es mir sehr gut, was Apple da mit den Titanfarben in diesem Jahr vorhat. Und die Massenproduktion der neuen iPhones soll mittlerweile auch in vollem Gange sein. Also alle Modelle sind mittlerweile in Produktion. Angeblich ist das iPhone 15 Pro Max oder Ultra, je nachdem wie es Apple am Ende des Tages bezeichnen wird, aber das letzte Modell gewesen, welches in die Massenproduktion geschickt wird. Da soll man also laut Ming-Chi Kuo eher damit rechnen, dass es vielleicht ein bisschen knapp zum Marktstart sein wird, dass die Nachfrage am Anfang vielleicht ein bisschen, sag ich mal, die Nachfrage höher als die Verfügbarkeit sein wird, was auch daran liegt, und das behauptet er auch, dass der Anteil beim iPhone 15 Pro Max bei allen Modellen vom iPhone in diesem Jahr, also bei allen vier neuen Modellen, mit bei bis zu 40% liegen soll. Es ist die anscheinend bisher höchste Nachfrage nach dem großen Pro-Modell, mit der Apple rechnet. Also darauf liegt zumindest die Prognose von Apple. Davon geht man aus, dass so die Nachfrage aussehen wird. Und ja, das fände ich eine durchaus interessante Sache. Natürlich auch für Apple immer wunderbar, denn das ist das Modell mit der höchsten Gewinn. Aber es zeigt sich auch, das große iPhone war damals eine gute Entscheidung und Mist ist mittlerweile maßgeblich für den Erfolg der Pro-Modelle verantwortlich. Eine Sache hat er übrigens auch nochmal betont, es kommt ein Titanrahmen. Ich glaube, wer die Ausgaben hier verfolgt, das ist wirklich kein Geheimnis mehr und er soll dafür sorgen, dass die neuen iPhones ein kleines bisschen leichter werden. Wie viel leichter ist aktuell noch unklar, da haben wir keine genauen Zahlen für euch. Ich weiß nicht, wie viel das sein wird. Ich hoffe allerdings, dass da ein paar Gramm wegfallen werden und dieser
Dieser Titanrahmen hat in der Produktion relativ lange doch noch ein paar Probleme bereitet, da er etwas komplexer ist. Dementsprechend hat sich Apple auch gegen diese virtuellen Knöpfe entschieden. Stand ja mal eine Weile im Raum, dass es sogenannte Solid-State-Buttons gibt, also die man nur über einen Touch drückt und die dann haptisches Feedback geben. Die hat Apple gestrichen. Mittlerweile, das wissen wir auch schon seit einer ganzen Weile, und es soll ganz normale physische Knöpfe geben. Das war soweit bekannt, wollte ich an dieser Stelle aber nochmal erwähnt haben, dass das eben wirklich mal geplant war, vorerst gestrichen wurde. Es ist aktuell noch unklar, ob das dann mit dem iPhone 16 Pro kommt. Apple legt den Fokus immer mehr auf Nachhaltigkeit und dementsprechend steht im Raum, dass man sich in diesem Jahr erstmals vom Ledercase trennen wird. Aber Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht auch versuchen würden, diesen Umsatz natürlich irgendwie abzufangen. Silikoncase soll bleiben, aber statt Leder könnte es sowas wie ein geflochtenes oder ein stoffartiges Material geben. In China machen tatsächlich Bilder von einem sogenannten Case mit Fine Woven die Runde. Weiß nicht, ob das Original-Cases sind. Es kann sein, dass das auch Kopien sind. Also die Hersteller in China sind auch relativ zack auf zack, wenn es um Kopien von den Original-Apple-Cases geht. Vielleicht hat man sie schon gesehen und dementsprechend an ersten Kopien gearbeitet. Das weiß ich nicht so genau, aber es deutet immer mehr darauf hin, dass Apple das Leder-Case einstellt, allerdings passend dazu eine neue Premium-Option parat hat. Ich finde solche Stoff-Cases ehrlich gesagt sogar gar nicht mal so schlecht. Ich habe das mal beim Pixel-Smartphone damals genutzt im Alltag und fand es auch sehr angenehm. Und wenn Apple das gut umsetzt, könnte ich mir das durchaus gut als Ersatz für Leder vorstellen. Wir haben mittlerweile schon häufiger gehört, dass beim iPad Pro in diesem Jahr kein Upgrade ansteht, dafür allerdings nächstes Jahr ein wirklich großer Schritt. Und auch Mark Gurman von Bloomberg hat sich dem Ganzen nochmal angeschlossen und davon gesprochen, dass Apple so eine Art Neustart für das iPad nächstes Jahr plant und dass das iPad Pro ein sehr großes Upgrade bekommt und auch erstmals mit einem OLED-Panel ausgestattet wird, welches dann übrigens 11 und 13 Zoll groß ist. Also beim kleinen Modell bleibt die Größe erhalten, beim großen Modell wird es einen kleinen Hauch, das ist ja aktuell 12,9 Zoll groß, größer. Kann auch sein, dass die iPads weitestgehend kompakt bleiben. Vielleicht wird der Rand ein kleines bisschen dünner, das ist unklar. Und außerdem berichtet Gurman, dass die neuen iPads natürlich mit dem Apple M3 unter der Haube ausgestattet sind. Ehrlich gesagt, ein Schritt, auf den ich mich persönlich schon sehr freue. Der hätte gerne auch schon dieses Jahr kommen dürfen, denn mein iPad hat einen kleinen Displayriss. Da bin ich an der Kante hängen geblieben. Aber dementsprechend, wer an einem iPad Pro interessiert ist und warten kann, dem würde ich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich raten. Wartet das nächste Jahr ab. Wann genau ist noch unklar. Mark Gurman spricht davon, dass Apple es entweder im Frühjahr oder Sommer auf den Markt bringen wird, also nicht Ende des Jahres, Anfang des Jahres, aber es ist noch unklar, ob es jetzt, sage ich mir, vielleicht April, März wird oder vielleicht auch sich in Richtung Juni zieht. Die Apple Watch Series 9 wird aus Sicht der Nutzer höchstwahrscheinlich ein relativ kleines Upgrade in diesem Jahr sein. Die meisten werden von euch mit Sicherheit die Series 10 abwarten, die dann ein komplett neues Design bekommen soll. Allerdings, und das hat Mark Gurman, der übrigens sehr aktiv diese Woche war, auch behauptet, ist sie ein relativ wichtiger Schritt für Apple, denn damit wird Apple erstmals Bauteile aus dem 3D-Drucker einführen. Bedeutet, mit der Apple Watch Series 9, übrigens nur mit der Edelstahl-Version, möchte man interne Bauteile erstmals aus dem 3D-Drucker verbauen, was mehrere Vorteile mitbringt. Zum einen soll es etwas umweltfreundlicher sein, es soll schneller in der Produktion sein, aber, und das ist wahrscheinlich der hauptsächliche Grund, es soll auch etwas günstiger in der Produktion sein. Ich gehe nicht davon aus, dass Apple deswegen die Preise senkt, man würde natürlich am Ende dadurch die Gewinnmarge steigern. Aber es ist etwas, was man nicht einfach nur einmalig ausprobieren möchte, sondern es ist etwas, was langfristig ein Ziel für Apple ist, was alle Produkte betrifft, also auch zum Beispiel Titan betrifft, Edelstahl betrifft. Alle Dinge sollen langfristig auch mit Bauteilen aus dem 3D-Drucker kommen. Auch das iPhone und andere Produkte stehen da angeblich auf dem Plan. Mein One More Thing diese Woche ist mal keine Empfehlung, sondern ein Thema, welches ich persönlich durchaus interessant fand diese Woche. Ich verfolge die Technikszene ja auch im Allgemeinen. Und da deutet sich an, dass Apple eventuell die neue Nummer 1 auf dem Smartphone-Markt werden könnte. Samsung hat diesen über viele Jahre dominiert und war mit klarem Abstand die Nummer 1. Apple war meistens die Nummer 2, hat allerdings auch keine großen Ambitionen gezeigt, da irgendwie an Samsung heranzubrechen. Huawei und Xiaomi haben das mal probiert, sind damit allerdings gescheitert. Samsung war ganz entspannt die Nummer 1 auf dem Weltmarkt. Allerdings könnte sich das in diesem Jahr erstmals ändern, so Ming-Chi Kuo. Denn Samsung rechnet nur noch in Anführungszeichen mit 220 Millionen Einheiten bei den Smartphones. Apple rechnet allerdings mit 220 bis 225, könnte allerdings an diesem Jahr also erstmals vor Samsung liegen und die Nummer 1 der Welt sein. Aber nächstes Jahr soll das dann noch eindeutiger sein. Da rechnet Apple angeblich, und das fand ich auch die spannende Neuerung, die wir bisher noch nicht gehört haben, mit bis zu 250 Millionen Einheiten des iPhones. Bedeutet, Apple geht tatsächlich davon aus, dass man nächstes Jahr irgendwelche Argumente hat, die dafür sorgen, dass die Nachfrage spürbar steigt. Was
vielleicht das neue iPhone SE. Ich weiß nicht genau, was es dann sein wird, aber das wäre eine ordentliche Steigerung für ein Jahr von fast 20 bis 25 Millionen Einheiten. Bin ich gespannt, was da kommt, aber nichtsdestotrotz fand ich es ganz interessant, dass Apple, die eigentlich viele Jahre sich irgendwie nie damit gerührt haben, dass sie die Nummer 2 auf dem Weltmarkt sind, jetzt auf einmal die Nummer 1 werden könnten. Ich glaube, Apple wird es am Ende des Tages relativ egal sein, ob sie jetzt die Nummer 1 oder Nummer 2 sind, denn sie haben einen ganz anderen Fokus. Sie sind seit Jahren die Nummer 1, wenn es um Umsatz und Gewinn mit Smartphones geht, und das ist auch weiterhin für sie natürlich wichtig. Samsung hat ein bisschen anderen Fokus. Sie wollen natürlich auch viel Geld mit Smartphones verdienen, aber in erster Linie ging es ihnen auch darum, einen möglichst hohen Marktanteil zu haben, was in der Android-Welt auch ein kleines bisschen wichtiger am Ende des Tages ist. Und das war bisher nie so das große Ziel von Apple. Aber nichtsdestotrotz, der Smartphone-Markt ist rückläufig und manche Hersteller mussten dann natürlich etwas mehr federn als andere lassen. Apple am Ende des Tages auch hier ist die Nachfrage nach iPhones zurückgegangen, aber eben nicht so stark. Sie sind weiterhin sehr beliebt, kommen gut an und dementsprechend hat Apple weiterhin da doch durchaus eine große Nutzerbasis. Bei Samsung sah das ein bisschen anders aus. Sie gehören zu den eher größeren Verlierern beim Einbruch des Smartphone-Marktes und so gleicht sich das Ganze nicht nur an, sondern es könnte tatsächlich sein, dass Samsung entweder dieses oder nächstes Jahr von Apple abgelöst wird. Vielleicht für euch auch mal ein ganz interessanter Einblick in die Welt der Smartphones. So, das war's an meiner Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die aktuelle Ausgabe gefallen. Wie gesagt, lasst ein Abo da, dann erscheint nächsten Freitag um 18 Uhr an gewohnter Stelle ein neues Video in eurer Abo-Box. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Restwochenende, Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dahin, ciao.